Ich habe nicht geschossen, Charlotte. Ich war das nicht. Ich habe dieselbe Blutgruppe. Null negativ. Woher wissen Sie das? Ich habe nie erwähnt, welche Blutgruppe er hat. Ich weiß das, weil ich seine Schwester bin. Ich bin Julia Wegener. Der DNA-Abgleich mit den Spuren auf dem Hochsitz hat ergeben, dass Sie eindeutig dort waren. Das kann nicht sein. Es besteht kein Zweifel. Friedrich Stahl, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Okay, dann muss ich einen Kollegen fragen. Hauptsache, er bekommt sein Blut! Sophie, bitte! Lass mich los! Ich muss Sebastian helfen, sonst stirbt er! Oder seid ihr schuld, weil ihr mich nicht gelassen habt? From the first ray in the morning, kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Wegener, Julia, lass mich los! Erst wenn du dich beruhigt hast. Ich muss Sebastian helfen. Aber Sie helfen ihm nicht, indem Sie hier herumbrüllen. Wollt ihr zusehen, wie er stirbt? Der Wagen mit den Blutkonserven ist unterwegs. Sie haben doch gesagt, es zählt jede Minute. Ja, das ist schon richtig. Bitte, Herr Doktor, bitte! Lassen Sie mich dieses Blut spenden. Oder wollen Sie sich ewig Vorwürfe machen, dass Sie nicht alles versucht haben? Bitte! Danke. Okay. Schon gut. Kommen Sie mit. Kommen Sie. Das Schlimmste habe ich hinter mir, dachte ich. Es ist wie ein Albtraum, aus dem ich nicht mehr aufwache. Wie soll ich das alles nur durchstehen? Du bist stark, Charlotte. Du warst es immer. Ach, die letzten Monate haben mich mürbe gemacht. Ich habe keine Kraft mehr. Du hast Menschen, um dich hier beistehen. Irgendwie geht's immer weiter. Kann ich irgendetwas für dich tun? Du bist doch mit dem Polizeipräsidenten befreundet. Ja, schon, aber ich glaube kaum, dass er sich in laufende Ermittlungen einmischen kann. Vielleicht kann er dafür sorgen, dass sich die Polizei gegenüber der Presse raushält. Ich habe einfach keine Lust, irgendwelche Artikel über unser Mordhotel zu lesen. Ja, ich rede mit ihm. Danke. Würdest du dich bitte um die Geschäfte des Fürstenhofs kümmern, solange Friedrich in U-Haft ist? Ja, selbstverständlich. Ich tue, was ich kann, aber Mila braucht mich auch. Das ist meine Charlotte. Trotz großer Sorgen sich noch Gedanken um andere machen. Ach, Werner. Ach, weißt du, bestimmt klärt sich alles. Und dein Friedrich ist bald wieder zu Hause. Ich weiß es nicht. Es spricht so vieles gegen ihn. Persönlich. Gibt's was Neues? Können wir erst mal reinkommen? Oh, ja, natürlich. Entschuldigung. Wir haben Friedrich Stahl festgenommen.
Ja, bitte. Vielen Dank, dass Sie dafür extra vorbeikommen. Da er in Untersuchungshaft ja keine Gefahr mehr für Sie darstellt, können wir Ihren Personenschutz wieder aufheben. Ist noch was? Von wo aus haben Sie uns noch mal angerufen? Vom Fürstenhof. Das habe ich Ihnen doch gezeigt. Aber dass alle Telefone dort eine Rufumleitung haben, das haben Sie gar nicht erwähnt. Vielleicht waren Sie in Wahrheit ja ganz woanders. Rufumleitung? Das ist sowas, habe ich noch nie benutzt. Also eins habe ich in meiner langen Laufbahn gelernt. Frauen sollte man nie unterschätzen. Herr Kommissar, Sie haben den Täter doch jetzt verhaftet. Also ich wüsste nicht, wie ich Ihnen noch weiterhelfen kann. Ich frage mich immer noch, was Ihre Rolle bei dieser ganzen Geschichte ist. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Herr Stahl behauptet, Sie hätten das Ganze eingefädelt. Natürlich. Er sucht jetzt einen Sündenbock, um von sich abzulenken. Sie waren nicht im Wald? Darf ich Sie daran erinnern, dass ich Ihretwegen schon mal unschuldig in U-Haft saß? Also unseren Aufzeichnungen nach ging Ihr Anruf bei uns um kurz vor 12 ein. Wo waren Sie denn gegen 12 Uhr? Ist das die Tatzeit? Mhm. Nach dem Telefonat. Ach, ich habe Pause gemacht im Personalraum. Kann das jemand bezeugen? Ach ja, Frau Saalfeld, Poppy Saalfeld. Schön. Wir werden das überprüfen, ja? Bitte. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Sophias Blut abnehmen für nichts und wieder nichts. Ja. Wie hätten wir sie anders beruhigen können? Trotzdem erbärmlich, sie in den Glauben zu lassen, das würde für die Transfusion vorbereitet. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, Niklas, vielleicht hätte ich deine Schwester besser im Unklaren gelassen, was den Zustand von Herrn Wegener betrifft. Dann wäre vielleicht ihre Psychose nicht wieder ausgebrochen. Ach komm, mach dir keine Vorwürfe. Es war der Stationsarzt, der Sie angerufen hat. Ja, ich hätte ihn informieren müssen. Ja, wir können Sophie nicht in Watte packen. Sie war ja auf einem guten Weg. Am besten, wir informieren gleich Dr. Roth. Ich rufe Sie an. Ja, das wäre mir sehr recht. Okay, am besten, du fährst mit Sophie nach Hause, sobald sie fertig ist. Kann ich sonst irgendwas tun? Beten. Dass die Blutkonserven rechtzeitig ankommen. Ich fürchte, sein geschwächter Körper wird das nicht mehr lange durchstehen. Vielen Dank. Erinnern Sie Herrn Konopka bitte an das Gemüse für Mila. Ich warte so lange. Ja, natürlich. Gerne. Wie geht's Ihnen? So mitfühlen? Es ist schrecklich, was passiert ist. Der arme Sebastian. Es ist ja kein Geheimnis, dass Friedrich und mich nicht gerade Zuneigung verbindet. Ich traue ihm wirklich alles Mögliche zu. Aber dass er zu so etwas fähig ist. Ich wäre jetzt wirklich sehr gerne allein. Wissen Sie, ich mache mir solche Vorwürfe. Hätte ich die Polizei gleich angerufen und nicht erst nach Minuten. Ich habe absolut kein Bedürfnis, mit Ihnen über diese Vorfälle zu sprechen. Zumal Friedrich davon überzeugt ist, dass Sie hinter allem stecken. Ja, das ist wohl mein Schicksal. Ständig werde ich unschuldig verdächtigt. Seit Sie am Fürstenhof sind, gibt es nur Scherereien. Gut, ich wollte eigentlich auch über etwas ganz anderes mit Ihnen sprechen. Nun, da Milas Vater im Gefängnis ist, möchte ich mich um mein Kind kümmern. Friedrich hat Ihnen den Umgang mit Mila untersagt. Und ich falle ihm nicht in den Rücken. Haben Sie überhaupt die Nerven für so ein Kleinkind? In Ihrem derzeitigen Zustand? Ich werde mich weiter um Mila kümmern. Zusammen mit der Nanny. Na, das muss wahre Liebe sein. Da schießt der eine auf den anderen. Dann hält man aber auch wieder zusammen. Ja, wie sagt man so schön? Pack schlägt sich.
Puck verträgt sich. Vielleicht hätte ich doch im Krankenhaus bleiben sollen. Bei Sebastian. Du ruhst dich jetzt erstmal aus. Ja. Du hast recht. Hauptsache, Dr. Niederbühl hat eingelenkt. Die hier hat er mir für dich mitgegeben. Ein Beruhigungsmittel. Denkt er sonst, ich flipp wieder aus? Super. Kann ich dich alleine lassen? Ich mach dann kurz ein paar Besorgungen. Wenn was ist, ruf mich an. Okay? Niklas. Ich weiß, dass du mir immer noch nicht glaubst, dass ich Julia bin. Lass uns einfach abwarten, wie sich alles entwickelt. Die Blutanalyse wird's beweisen. Ich hoffe, dass du mir verzeihen kannst, dass ich dir die ganze Zeit was vorgespielt habe. Ich hätte es nie im Leben gemacht, wenn es nicht wirklich um das Leben und Tod... Das weiß ich. Ruh dich jetzt bitte aus. Niklas, es ist... Wir müssen nicht jetzt darüber reden. Hm? Okay. Du hast recht. Das Wichtigste ist, dass mein Bruder überlebt. Erst die Aussage verweigern und dann alles abstreiten. Bleib dran, versuch so viel wie möglich aus dem Stall herauszubekommen, bevor dieser Anwalt auftaucht, ja? Okay. Ah, Herr Doktor, endlich. Kann ich Herrn Wegner jetzt endlich vernehmen? Tut mir leid. Ich muss dringend mit ihm reden. Das ist absolut unmöglich. Bitte, nur ganz kurz, eine einzige Frage. Es steht nicht gut um ihn. Ich dachte, der kriegt nur eine Bluttransfusion. Ja, aber die Blutkonserven sind noch nicht da. Ja, was soll das jetzt heißen? Dass wir uns was anderes einfallen lassen müssen. Was ist denn, wenn... Dann stirbt uns Herr Wegener unter der Hand weg und wir können nichts dagegen tun. Neue Vorwürfe? Wäre ein Sorry der Türöffner? Was ich dazu Ihnen gesagt habe, dass ich finde, Sie sind nicht für Sophie da, das habe ich nicht so gemeint. Oh, das glaube ich aber schon. Ich wollte das heute nicht wieder so sagen. Ich will nicht über Sophie reden. Bitte, es ist wirklich sehr wichtig. Herr Heine, warum genau haben Sie sich von Sophie getrennt? War das wegen Ihrer Persönlichkeitsstörung? Wie gesagt, das geht Sie nichts an. Sophie hatte einen Rückfall. Sie glaubt wieder Julia zu sein. Und ich möchte einfach rausfinden, ob das erst seit heute so ist oder möglicherweise schon länger. Wissen Sie, ob sie in letzter Zeit ihre Medikamente genommen hat? Nein. Nein, Sie wissen es nicht oder nein, sie hat sie nicht genommen? Nein, sie hat die Medikamente nicht genommen. Sie hat sie versteckt.
Offensichtlich glaubt sie immer noch, dass sie Julia ist. Sie hat uns allen nur vorgespielt, dass sie ihre Krankheit überwunden hat. Würden Sie Ihre Freundin im Stich lassen? Aber ich konnte das jetzt auch nicht länger für mich behalten. Dann war das der Grund für die Trennung. Halten Sie mich für feige? Glauben Sie mir, ich habe mir das alles andere als leicht gemacht. Sorgen machen, Wein um die Uhrzeit. Was würden Sie denn trinken, wenn man Sie öffentlich bloßstellt? Kakao. Hätten Sie mal Ihre Leidenschaft besser im Griff gehabt, im Cabrio. Kommen Sie, wir beide, wir überlegen uns jetzt, wie wir dieses Schmuddel-Image von Luft und Liebe wieder loswerden. Ja, auch wenn Sie sofort ins Kloster gehen würden, das hätte ich auch nicht mehr. Doch, alles ist möglich, man muss es einfach nur wollen. Im Moment läuft bei mir auch alles schief. Das Schlagerduo, auf das mir so große Hoffnung gemacht hat, kriegt seine Triebe nicht im Griff. Das Finanzamt will 40.000 Euro von mir haben. Ja, Steuern müssen wir alle zahlen. Was wollen Sie jetzt machen? Sie sind doch mein Produzent. Lassen Sie sich doch mal was einfallen. Ja, also Michael und ich, wir müssen doch irgendwie als liebenswerte, hilfsbereite Menschen rüberkommen. Bezahlen Sie meine Steuern, das sind die Zeitungen. Nein. Wahrscheinlich würde es hervorragend ankommen, wenn wir ein Kind aus irgendeiner lebensbedrohlichen Situation retten. Ein Kind? Ja, das muss ja nicht in der Realität wirklich stattfinden. Das muss einfach nur super inszeniert sein. Macht da Michael nie mit. Dann mache ich das eben alleine. Sind Sie dann Luft oder sind Sie dann Liebe? Irgendwann bin ich ganz da oben. Und Sie sehen sich das von unten an. Da bin ich aber gespannt. So. Ich kümmere mich jetzt um meine Schulden. Steuern. Steuerschulden. Noch ein Weinchen, bitte. Charlotte. Hast du was aus der Klinik gehört? Herrn Wegners Zustand ist leider unverändert. Sonst hätte Michael schon angerufen. Also, ich konnte unseren Geschäftsführer ja nie leiden, aber ich hoffe, er überlebt das. Er hat sich schützend vor mich geworfen. Hat nicht eine Sekunde an sich selbst gedacht. Dabei wirkt er sonst immer so kalt und arrogant. Tja, man sollte nie vorschnell urteilen. Auf jeden Fall gut, dass er dir gefolgt ist. Ich meine, das ist nicht auszudenken, wenn du da jetzt... Wenn er meinetwegen stirbt. Sebastian schafft das, ganz bestimmt. Ach, Niklas. Zu viele Dramen in kurzer Zeit. Meine Ehe ein Scherbenhaufen. Der Schuss auf mich, Herrn Wegners Verletzung, Friedrichs Festnahme. Tja, und jetzt stellt sich auch noch heraus, dass Sophies Persönlichkeitsstörung keinesfalls überwunden ist. Sie wird weiter professionelle Hilfe benötigen. Wir müssen das unbedingt vorerst vor Friedrich geheim halten. Die U-Haft belastet ihn ohnehin schon genug. Weißt du, was mir nicht in den Kopf geht? Vater und ich, wir sind ja wie Spiritus und Feuer. Wahrscheinlich haben wir uns deshalb auch nie so richtig kennengelernt, aber ich kann einfach nicht glauben, dass er ein Mörder sein soll. Ja, ich auch nicht. Leider sprechen alle Indizien gegen ihn. Friedrich ist der festen Überzeugung, dass Patricia hinter dem Anschlag steckt. Zuzutrauen wäre sie. Fragt sich nur, also, ich habe unterwegs Poppy Saalfeld getroffen. Die kam gerade aus dem Polizeirevier. Sie hat Patricia zur Tatzeit im Fürstenhof gesehen, im Personalraum. Das heißt, Patricia kann den Schuss gar nicht abgegeben haben. Darling, auf deinen Fotos, da habe ich doch immer am besten ausgesehen. Deshalb kommst auch nur du für diese Aktion in Frage. Ha? Ja?
Sind wir uns einig? Oh, wunderbar. Weißt du was, ich organisiere alles. Und du lichtest dann einfach die Lebensrettungsaktion ab und sorgst dafür, dass sie in die Presse kommt. Oh, Darling, wunderbar, wunderbar. Huh? Nein, das Ganze findet ohne Dr. Niederbü statt. Wie? Du kannst das jetzt nur im Doppelpack vermarkten. Ja gut, ja. Dann eben nicht. Schwachkopf. Frau Sonnbichler, kann Ihr Mann eigentlich fotografieren? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass mein Mann bei sowas mitmacht. Ach, gegen so ein kleines Honorar vielleicht? Ja, finden Sie das richtig, die Leute so hinters Licht zu führen mit so einer verlogenen Aktion? Es kommt doch niemand zu Schaden. Ich muss doch irgendwie meinen guten Ruf wiederherstellen. Herrgott, wen könnte ich denn jetzt noch fragen? Ihren Neffen? Nee. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Das will ich nicht. Frau Schweizer, wenn man immer wieder vergebliche Anläufe macht, dann könnte das doch vielleicht auch mal ein Zeichen sein, dass man ein bisschen bescheidener wird. Dieses Wort kommt in meinem Sprachschatz nicht vor. Man muss da auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht immer nur dem großen Erfolg nachlaufen. Sie haben einen interessanten Job hier am Fürstenhof. Sie sind beliebt. Ja, und ich langweile mich zu Tode. Ich werde bestimmt nicht bis zur Rente die lustige Cocktailmixerin geben. Frau Sonnbichler? Wegen der PR-Aktion. Schläfst du? Nee. Wie lange bist du schon hier? Ach, Stunden. Wirklich? Ich bin gerade erst gekommen. Wie fühlst du dich? Noch etwas benommen, aber es geht schon. Hast du Hunger? Soll ich dir was zu essen machen? Weißt du, wie es Sebastian geht? Ich habe mit der Klinik telefoniert. Er ist über am Berg. Gott sei Dank. Ja, wir sind alle erleichtert. Dann ist es jetzt klar, oder? Du weißt, dass ich Julia Wegener bin. Schade eigentlich. Ich wäre gern mit dir nach Thailand geflogen. Tja, die Reise können wir uns jetzt sparen. Willst du mich hassen? Ich werde dich niemals hassen. Dann gibt's ja jetzt vielleicht doch eine Chance für uns. Du ruhst dich jetzt erstmal ein bisschen aus. Und alles andere besprechen wir dann morgen. Hallo. Sie klopfen an Ihre eigene Tür? Ach ja, klar. Sie wohnen ja jetzt woanders. Ich werde morgen hier wieder einziehen. Echt? Ja, toll. Neues Hobby? Ich übe ein bisschen, damit Werner sich nicht mit mir blamieren muss. Könnte ich trotzdem kurz mit Ihnen sprechen? Ach, mit mir? Ja, es geht um Ihre Aussage bei der Polizei. Aha. Woher können Sie so sicher sein, dass Patricia Stahl zur Tatzeit hier im Fürstenhof war? Ich war mit ihr zusammen im Personalraum. Ich habe Handcreme draufgetan. Wissen Sie, meine Hände sind immer so rau vom Desinfektionsmittel. Und woher wissen Sie, wie spät es da war? Wir haben zusammen Kaffee getrunken und dann haben wir uns über die Uhrzeit unterhalten und da war es genau 12 Uhr.
Sie unterhalten sich genau in dem Moment über die Zeit, als auf mich geschossen wurde? Ich habe mich auch gewundert, weil normalerweise redet die Hausdame gar nicht so oft mit mir. Und da hat sie mir sogar Kaffee eingeschenkt. Und sprechen ausgerechnet über die Uhrzeit. Komischer Zufall, oder? Das ist die Frage. Vielleicht hat Patricia Stahl sie hinters Licht geführt. Nee, da waren keine Lampen an. Und wenn die Uhr im Personalraum mit Absicht verstellt wurde? Ach, Sie meinen, Frau Stahl hat mit Absicht an der Uhr rumgefummelt? Aber warum sollte sie das tun? Um sie auf die falsche Fährte zu locken. Um sie zu täuschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was, wenn doch? Bitte denken Sie genau nach. Am Ende ist es nämlich vielleicht Ihre Aussage, durch die Friedrich zu Unrecht verurteilt wird. Gott sei Dank ist Sebastian außer Lebensgefahr. Wenn er gestorben wäre. Wir hatten uns so heftig gestritten. Aber mein Blut hat ihn gerettet. Und die Stahls? Ob sie mir je verzeihen können? Ich flieg bestimmt in hohem Bogen raus. Oder wird doch nicht alles so schlimm? Niklas wirkte vorhin so ruhig, so verständnisvoll. Aber vielleicht war das Ganze auch nur Fassade. Was auch immer jetzt auf mich zukommt, zum Glück ist das Lügen vorbei. Ah, Charlotte, warte noch mal. Komm, magst du dich mal mitsetzen? Was ist denn bloß in dich gefahren, dass du Poppy so angehen musstest? Sie war vollkommen aufgelöst. Ich wollte nur die Wahrheit herausfinden. Zweifelst du etwa an ihrer Aussage? Ich habe meine Gründe. Ach, willst du ihr denn unterstellen, dass sie lügt? Man hat sie nur in eine Falle gelockt. Wer? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt. Patricia hat ein Komplott geschmiedet. Es passt einfach alles zu gut zusammen. Diese Frau redet ausgerechnet dann über die Uhrzeit, wenn ihr dieses scheinbar belanglose Gespräch später das entscheidende Alibi verschafft. Charlotte, du machst im Moment sehr viel durch. Jeder hat Verständnis für deine Situation. Du hältst mich für überspannt. Schau mal, du liebst nur deinen Mann. Wie kannst du da akzeptieren, dass er dich möglicherweise umbringen wollte? Jetzt suchst du Beweise für seine Unschuld. Du musst aber auch verstehen, dass ich meine Ehefrau verteidigen möchte. Ich wollte deine Poppy nicht angreifen. Du hast recht. Ich suche verzweifelt nach irgendwas, was beweisen kann, dass Friedrich es nicht getan hat. Den berühmten Strohhalm. Magst du mit uns essen? Nein, danke. Ich möchte heute früh schlafen gehen. Warte mal, ich hole noch meinen Mantel, dann begleite ich dich zu den Sonnenbichlers. Nein, nein, geh zu deiner Poppy. Und sag ihr, wie leid es mir tut. Gut. Dann bis morgen. Schönen Abend noch. Gerne mal ans Mittlere Meer. Cannes, Nizza, die Croisette. La Croisette. Sonne, Sand, Palmen. Durchfall, Sonnenbrand. Seit ich klein bin, träume ich davon, mal die Reichen und Schönen in Monaco zu sehen und ihre Yachten. Aber was macht Werner? Der weigert sich.
Der will immer nur in eine dieser Romantikhütten. Die sind ja ganz schnuckelig, aber auf Dauer ganz schön langweilig. Man muss doch auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Anstatt immer den großen Träumen hinterher zu jagen. Ich will doch nicht jagen. Ich brauche Abwechslung. Ich war mal eine berühmte Sängerin. Strahlender Mittelpunkt jeder Party. Männer umschwirrten mich wie die Motten das Licht. Ja, bis zu dem großen Skandal, als du beim wilden Geknutsch im Auto erwischt worden bist. Ja, das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Du, warte mal. Komm mal her. Ja, dann mache ich dir noch ein paar passende Handschuhe und eine Mütze dazu. Schön. Fehlt dir das Showgeschäft nicht? Seit ich diese süße, kleine Pension hier habe, da geht's mir und meinem Liebsten wirklich gut. Nicht wahr, Michael? Schweizer, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles in Ordnung. Ich habe nur ganz furchtbar geträumt. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen erholsamen Schlaf. Gute Nacht. Ja, Ihnen auch. Ihnen auch. Oh. Oh. So. Michael Nieder, leider nicht persönlich. Ich rufe aber gerne zurück. Hallo. Wir müssen uns dringend unterhalten. Und zwar gleich morgen früh. Was willst du? Wissen, wie es dir geht. Ich bin beinahe erschossen worden. Super. Kaum zu glauben, dass Friedrich das wirklich getan hat. Du Idiot, läufst auch noch in die Schusslinie. Warum? Das war eine Sache zwischen ihm und seiner Frau. Du warst das in dem Hochsitz. Ausnahmsweise bin ich mal unschuldig. Aber Friedrich hat genauso reagiert, wie er hofft. Er ist ausgerastet vor Eifersucht und hat sich sein Gewehr geschnappt. Auf dem Hochsitz wurde seine DNA gefunden. Er ist eindeutig überführt. Ich kenne deine kriminelle Energie. Sebastian. Charlotte umbringen und es Friedrich in die Schuhe schieben. Es war von Anfang an dein Plan. Und danach mich erledigen, stimmt's? Dumm nur, dass ich so zäh bin. Es gibt nur einen Grund, warum du mich nicht gleich mit umbringst. Friedrich Stahl sitzt in U-Haft und du könntest ihm den Mord nicht anhängen. Absurde Theorien. Du bist und bleibst ein Würstchen. Vielleicht sollte ich eine Aussage machen und der Polizei alles erzählen, was ich über dich weiß. Gute Idee. Ich werde dich am besten gleich verbinden. Morgen. Morgen. Wie geht's dir?
Ganz gut. Kaffee oder Tee? Tee, bitte. Hast du schon gehört, dass Charlotte wieder einzieht? Haben Sie sich wieder versöhnt? Sie kommt wegen Mila. Eigentlich bräuchte sie ja Personenschutz. Ich meine, wenn es jemand wirklich auf sie abgesehen hat, dann können wir das nochmal probieren. Du glaubst also auch nicht, dass es Vater war? Sag mal, jetzt, wo du weißt, wer ich... Hast du dir schon überlegt, wie es mit mir weitergeht? Ich hab dir gestern was verschwiegen. Sie haben dich zwar Blut spenden lassen, aber nur, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Dann war es gar nicht mein Blut, das Sebastian gerettet hat? Ich weiß inzwischen, dass du deine Medikamente nicht genommen hast. Du hast die ganze Zeit über gedacht, du wärst Julia, stimmt's? Ich bin Julia. Sophie, du brauchst Hilfe. Und zwar mehr als jemals zuvor. Ich bin nicht verrückt. Ich werde dafür sorgen, dass du diese Hilfe bekommst. Niklas, bitte. Nein, ich werde nicht tatenlos zusehen, wie meine Schwester psychisch vor die Hunde geht. Ich hab dich geliebt, Patricia. Wenn du wirklich glaubst, ich hätte dich geheiratet, dann leidest du unter Größenwahn. Was sollte mich jetzt noch davon abhalten, gegen dich auszusagen? Naja, dann kommt auch raus, dass du und deine Schwester die Stahls über Monate belogen und betrogen habt. Das gibt ein paar Jährchen. Betrug gegen Mord? Ich glaube, ich habe die besseren Karten. Du irrst dich. Die wahre Sophie Stahl wollte tatsächlich zu ihrer Familie zurückkehren, um dir deine Therapie zu finanzieren. Dann hat sie sich aber anders überlegt, weil sie ihren Vater einfach zu sehr hasste. Blödsinn. Weil sie dann zurück nach Thailand wollte, hast du sie einfach überfahren und deine Schwester dazu gebracht, in ihre Rolle zu schlüpfen. Dieses Märchen wird dir niemand abkaufen. Willst du es wirklich drauf ankommen lassen? Es wäre so einfach, meine Identität zu beweisen, wenn du mich nicht ständig boykottieren würdest. Kein zweiter Gentest, keine Blutanalyse. Lass uns doch bitte vernünftig darüber reden. Ich bin vernünftig im Gegensatz zu dir. Gott, das ist doch alles ein Albtraum. Ja, glaubst du, mir macht Spaß, dich wieder wegzubringen? Aber eine stationäre Behandlung ist nun mal das einzig Richtige. Ich bin nicht verrückt und ich gehe in keine Klinik mehr. Sophie, Frau Dr. Roth hat auch gesagt, dass es das Beste ist. Sie hat mir eine psychiatrische Abteilung einer sehr renommierten Klinik empfohlen. Und wenn es 7 Sterne hätte? Ich gehe in keine Klapse, hörst du nie wieder. Das ist aber nicht mehr deine Entscheidung. Ich bin immer noch dein rechtlicher Betreuer. Pack jetzt bitte deine Sachen und ich fahre dich heute noch dahin. Die warten schon auf dich. Sophie, bitte! Ich bin nicht Sophie, hörst du? Ich kann dich halt gar nicht gebrauchen. Das Ampelweibchen ist fertig, schau mal. Ich hab's von einem Designer zeichnen lassen, naja, wenn schon, denn schon. Hab ich gesagt, dass mich das interessiert? Ist doch perfekt, oder? Der erste Schritt, um mir die Stimmen der Bichelheimer Damenwelt zu sichern. Die Bürgermeisterwahl ist in 2 Jahren. Vorne gerührt, brennt hinten nichts an. Ich habe noch jede Menge anderer Ideen, aber die Ampeln gehen erst einmal vor. Was kostet der Spaß? Naja, billig ist es nicht, aber auf jeden Fall ist es den Aufwand wert. Ja. Mit dem Geld anderer Leute warst du ja schon immer großzügig. Gib Steuergelder aus für einen Mist, den keiner braucht, während dein Bruder auf einen Haufen Schulden sitzt, die du ihm eingebrockt hast. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir die Brauereihälfte aufgezwungen habe. Wer ein Geschenk annimmt, muss Schenkungssteuer zahlen. So ist das nun einmal. Mit deinen Steuerschulden komme ich nicht auf, die gebe ich nichts an. Weißt du, was mich nichts angeht? Deine Wahl. Natascha. Nicht jetzt, bitte. Bitte, ich kriege schon kein Auge mehr zu. Rufst du mich deswegen nachts an und hinterlässt mir Nachrichten? Ja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt. Und der Berg erwartet jetzt eine Entschuldigung.
weil ich unseren gemeinsamen Auftritt habe platzen lassen. Ja? Denn dadurch hat sich unser Image noch weiter verschlechtert. Und das tut mir wirklich leid, Natascha. Wirklich. Warte! Wir müssen uns über geeignete PR-Maßnahmen unterhalten. Ja, nach unserem Desaster in der Öffentlichkeit gibt's nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder wir lösen Luft und Liebe auf und das war's dann. Oder aber wir gehen professionell an die Sache ran. Professionell finde ich gut. Gut, dann spielen wir ab jetzt eben das verliebte Pärchen in der Öffentlichkeit. Also auf einmal doch. Aktion, Spieß umdrehen, du hast dich doch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ja, was kümmert mich schon mein Geschwätz von gestern? Also, spielst du mit? Ich verneige mich vor dem Berg. Gut. Geben wir dem Publikum, was es will. Worauf warten wir? Fangen wir doch gleich an. Hm? Bis später, Darling. Hm? Ah, möchten Sie noch was trinken? Ja gut, zu Ihnen wollte ich gerade. Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen hätten. Das hier ist eine einstweilige Verfügung vom Jugendgericht. Solange Milas Vater in Haft sitzt, habe ich vorübergehend das Umgangsrecht. Wer bitte? Ich nehme meine Tochter zu mir. Wo ist sie? Einstweilige Verfügung hin oder her. Ich finde, Friedrich sollte zumindest Bescheid wissen, bevor Sie Mila mitnehmen. Ich sehe keinerlei Veranlassung, auf einen Mann Rücksicht zu nehmen, der auf wehrlose Menschen schießt. Also nochmal, wo ist Mila? Soll ich erst das Jugendamt dazu holen? Oben in der Wohnung bei der Nanny. Also bitte. Geht doch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt schildern Sie uns doch noch mal bitte den genauen Tathergang, ja? Charlotte Saalfeld hat auf ihren Mann gewartet. Da habe ich oben auf dem Hochsitz einen Gewehrlauf entdeckt, der auf sie gerichtet war. Ja, ohne groß nachzudenken, bin ich auf sie zugerannt, habe mich vor sie gestellt. Den Rest kennen Sie ja. Konnten Sie denn erkennen, wer die Waffe in der Hand hielt? Handelte es sich bei dieser Person um Friedrich Stahl? Und seine Schwiegertochter, Patricia Stahl. Sind Sie ganz sicher? Ich habe sie eindeutig erkannt. Sie hat schon lange vor, Charlotte Saalfeld zu töten, um sich an Friedrich Stahl zu rächen. Hat Frau Stahl eine Zwillingsschwester? Das wäre die einzige Erklärung, wie sie an zwei Orten gleichzeitig gesehen werden konnte. Zur Tatzeit war sie im Hotel. Das ist durch eine Zeugenaussage eindeutig belegt. Also ich schlage vor, Sie denken noch mal nach. Sie wollen doch keine Falschaussage machen, oder? Wenn Sie sich bitte setzen. Charlotte, dass du mich besuchst. Ich habe leider keine guten Nachrichten. Ich konnte es nicht verhindern, dass Patricia mittels einstweiliger Verfügung Mila zu sich geholt hat. Das ist es, was sie immer wollte. Ihr Kind. Nur dafür musste sie mich ausschalten. Anders hätte sie ihr Ziel nie erreicht. Sie hat alles perfekt geplant. Mein Gewehr als Tatwaffe, meine DNA-Spuren auf dem Hochsitz, dieses Flugticket nach Dubai. Das einzig Positive ist, dass sie es nicht geschafft hat, dich zu töten. Du glaubst inzwischen auch, dass ich es war, der auf dich geschossen hat? Ich kann es nicht begründen. Vielleicht liegt es an Patricias dubiosem Alibi. Oh,
oder dass ich dir letztlich einen Mord einfach nicht zutraue. Aber ich glaube dir, dass du es nicht warst. Außerdem halte ich dich für zu intelligent, ein Flugticket, mit dem du dich absetzen würdest, in der Wohnung aufzubewahren. Was habe ich doch für eine wunderbare, kluge Frau. Ich muss wieder los. Ich möchte, dass du weißt, dass ich hinter dir stehe. Danke, dass du gekommen bist. Haltet durch. Charlotte, du ahnst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Oh Mann, ich beneide dich so, dass du jetzt nach Thailand fliegen kannst und ich muss hier in der Kälte bleiben. Das wird keine Reise. Niklas und du, ihr wolltet euch doch aussprechen. Er will mich zurück in die Psychoklinik schicken. Wieso das denn? Ich kann dir jetzt nicht alles erklären, Tina. Ich muss los, bevor Niklas mich findet. Wo willst du denn hin? Hast du überhaupt genug Geld dabei? Ein bisschen was. Warte. Hier, es ist nicht viel, aber es ist Trinkgeld von heute. Tina, nein. Doch, keine Widerrede. Okay, danke. Du bist der liebste Mensch der Welt. Quatsch, dafür sind Freunde doch da. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Kannst du den hier Sebastian geben? Mach ich. Danke für alles. Pass auf dich auf. Also ich habe alles mit der Klinik geregelt. Ich brauche nur noch die Überweisung für Sophie. Sie wehrt sich natürlich, aber ich habe ja keine Wahl. Hier bekommen wir ihre Psychose jedenfalls nicht in den Griff. Und ich kann ihr auch schlecht ständig Beruhigungsmittel einflößen. Setz dich bitte. Sind dir die Formulare ausgegangen? Bitte setz dich. Es gibt etwas, das du noch nicht weißt. Eine neue Behandlungsmethode. Sebastian Wegener hat das Blut aus München gar nicht bekommen. Der Transporter kam zu spät. Und er hat trotzdem überlebt. Ich habe das Blut von Sophie doch testen lassen. Es passte. Was heißt das? Es könnte sein, dass sie tatsächlich die Wahrheit sagt und nicht deine Schwester ist. Sie haben also die wilde Löwin Natascha Schweizer gezählt. Ach ja, Löwin. Großen Wert legt er darauf, in der Landessitte begrüßt zu werden. Das heißt? Das heißt, man hebt die Hände über den Kopf, ungefähr so, und sagt dabei Valla Mukhtar. Valla Mukhtar. Und sie küsste mich auf den Mund. Ja, und seitdem küssen wir uns pausenlos praktisch. Du weißt ja, ich hab so meine Hobbys. Ja, Lügen, Intrigen, Morden. Ja? Leider komme ich damit gerade nicht so weit. Du hier, Friedrich in Haft. Jetzt ist Julia auch noch weg. Was hast du mit ihr gemacht?